Hi Leute, Christian wieder. Heute mal nicht in meinem Schlafzimmer. Und zwar liegt es daran, dass ich mit euch heute ein TRX-Workout machen will. TRX ist sicherlich dem einen oder anderen schon geläufig. Im Grunde genommen ist es ein Schlingentraining. Das Tolle daran ist einfach, dass wir durch diese Schlingen, na, hier sind sie, eine 360-Grad- Bewegungsrange haben, so will ich es mal ausdrücken, und natürlich eine unglaubliche Anzahl von verschiedenen Übungen und Übungsmöglichkeiten. Zurück zum eigentlichen Thema. Es wird heute ein Rückentraining geben, wieder intervallförmig. Das werdet ihr in meinen letzten Videos ja schon festgestellt haben, dass ich das sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne mache. Und zwar besteht das Workout aus vier einzelnen Übungen. Einmal Klimmzüge, klassisch, dann einarmiges Rudern, breites Rudern und die Überzüge. Dürfen natürlich nicht fehlen. Trainiert wird wieder in Intervallen, und zwar wieder im Tabata-Style. Wir werden pro Übung 40 Sekunden Belastung haben, zwischen den einzelnen Übungen 10 Sekunden Pause. Insgesamt werden drei Durchgänge, so ist es richtig, gemacht. Ja, da kommen wir ziemlich genau auf etwa 12 Minuten. Ja, viel gibt es nicht mehr zu sagen, außer wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Und ich werde zwischen den oder während den einzelnen Übungen immer wieder mal meine Position verändern, damit ihr mich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten könnt und ihr vielleicht ja, auch sehen könnt, worauf es ein bisschen ankommt. Okay? Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Training und ich würde sagen, lasst uns loslegen. So, erste Übung sind die Klimmzüge. Stellt euch auf eure Fersen, lasst euch in die Seile reinfallen, Oberkörper nach vorne gerichtet, Handflächen zeigen nach unten und jetzt zieht ihr die Hände seitlich am Körper vorbei. Klassische Klimmzüge. Lasst dabei die Schulter tief und zieht die Ellbogen seitlich am Kopf vorbei. Ihr seht dabei eure Hände nicht. Ja? Ich drehe mal zur Seite, wie angekündigt. Oberkörper steif nach vorne gelegt, Blick Richtung Boden. Ja? Und schön seitlich am Kopf vorbeiziehen. Okay, kurze Pause. Nächste Übung, einarmiges Rudern. Dazu braucht ihr nur, wie der Name schon sagt, eine Hand. Oberkörper gerade. Jetzt geht ihr leicht nach unten, dreht euren Oberkörper auf, zur Seite und zieht euch wieder hoch. Ja? Und eng an den Körper heranziehen. Wichtig ist, in der aufrechten Position befindet sich der Körper in einer Geraden, also beide Schultern zeigen direkt nach vorne, ja? Und die Schulter ist tief. Ich drehe mich mal wieder zur Seite. Also die Drehung findet nur auf dem Boden statt, ja? Damit ihr einfach den Rücken schön in eine Vordehnung bekommt. Ja? Aber wie gesagt, in der aufrechten seid ihr gerade. Handwechsel und jetzt runter und drehen. Schön lang machen, drehen. Macht euch schön lang und wieder drehen. Ja, ein bisschen sind natürlich auch die Beine wieder dabei. Ja, aber die Hauptbelastung sollte natürlich auf dem Rücken liegen. Auch hier wieder Schulter schön tief lassen. Und ranziehen. Eng an den Körper heran. So, die nächste Übung ist breites Innenrudern. Stellt euch wieder aufrecht auf die Fersen, Handflächen zeigen nach unten und bezieht jetzt die Ellbogen seitlich am Körper vorbei. Die Ellbogen sind dabei, sagen wir mal, knapp unter der Schulter. Ja, da lag ich mal ein bisschen, nehmen wir auch noch die Rhomboidee mit, die uns dabei helfen, ja, die Brustwirbelsäule aufzurichten. Ich drehe mich
heben, Schulterblätter zusammenziehen. Ja, ich sage zu meinen Kunden immer, denkt daran, eine Walnuss zwischen euren Schulterblättern zusammenzudrücken. Nächste Übung sind Überzüge. Schulterblätter tief, Handflächen nach unten und jetzt zieht ihr die Handflächen vor euren Körper. Ja, mit gestreckten Armen. Auch hier wieder ganz wichtig, dass die Schultern tief bleiben. Ich drehe mich mal wieder zur Seite. Das Tolle an dieser Übung ist, die ist speziell für den Teres Major. Wenn ihr den Muskel nicht kennt, das ist der Muskel, den ihr hier unter den Achseln habt, der dafür zuständig ist, eure Arme aus jeder Himmelsrichtung an den Körper heranzuziehen. Und das Tolle ist, der verschafft uns diese V-Form, die wir alle so gerne haben. So, zweite Runde. Und das Tolle ist, wenn wir einen V-förmigen Rücken haben, verschafft uns das natürlich ein athletisches Aussehen. So, ich drehe mich mal zur Seite wieder. Ein athletisches Aussehen und wenn der Rücken eine schöne V-Form hat, wirkt optisch unsere Taille natürlich schlanker. Das heißt, wenn ihr einfach das Gefühl habt, ihr habt zu breite Hüften, einfach einen Trick, einfach mehr Rücken trainieren, einfach einen breiteren Rücken haben und schon wirkt ihr schlanker. Stimmt natürlich nicht ganz, aber vom Prinzip her. So, ein einarmiges Übung hier. Schön verdrehen, den Oberkörper, Schulter tief und ranziehen. Lang machen, ranziehen. Lang machen, ranziehen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ranziehen. Ich stelle mich wieder zur Seite. Ranziehen. Ja? Verdreht euch und zieht den Ellbogen eng am Körper heran. Lang machen. Schön einfach. Lass den Rücken ab. Okay, Handwechsel. Puh. So. Wieder fester Stand auf die Fersen und jetzt andere Richtung. Ja? Wer möchte, kann auch nach vorne greifen. Ich schwamme das jetzt einfach mal. Rückseite passiert.
lass, wie gesagt, die Schultern tief und lasst wirklich auch nur eure Muskulatur die Arbeit erledigen. Hoch. Zweite Runde. Jetzt kommt die Runde Nummer 3. So, jetzt gehe ich nochmal, stelle ich mich nochmal seitlich hin. Oberkörper schön weit nach vorne und rausziehen. Selbstverständlich können wir die Intensität während der Übung verändern, einfach indem ihr noch ein bisschen weiter vorgeht. Ja? Oder wenn ihr merkt, hoppala, ich kriege die 40 Sekunden nicht ganz hin, dann einfach ein bisschen zurückgehen und sozusagen korrigieren, wenn man es will. Ja? Bei dem Workout ist es wichtiger, dass ihr die Zeit einhaltet, als dass ihr jetzt eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen macht. So, ich kann euch sagen, es zieht ganz, ganz ordentlich. Also heißt auf Deutsch, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Letzte Runde. Schaut immer wieder, dass ihr euch gerade beim Hochkommen nicht zu sehr verdreht. Ja, also dass das Ganze nicht hier drauf rausläuft, dass ihr euch überdreht, sondern maximal, wie gesagt, in die Gerade. Oberkörper bleibt immer in die Gerade. Unter Spannung und spürt sich. Okay. Nochmal der letzte Handwechsel. So, ich bin im Milde, okay. Und jetzt. Vielleicht drehe ich nur noch ein bisschen zur Seite, dass ihr es besser sehen könnt. Die unterschiedlichen Helligkeiten übrigens im Bild, nicht wundern. Das liegt daran, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, dass ich mich in einem Kursraum befinde, der von 360 Grad rundherum oder die Sonne reinstrahlt. Also liegt nicht an meiner Kamera, sondern einfach am Tageslicht. Aber ich denke, um mich zu erkennen, sei es auch nur schemenhaft, reicht es. Puh, so, jetzt nochmal breites Rudern. So. Immer wieder darauf achten, dass die Schultern, wie gesagt, fixiert sind. Ja, es kann nämlich immer mal passieren, dass durch die Ermüdung die Schultern hochzieht. Deswegen statt dastehen, die Schultern unten lassen und wirklich die Arbeit, die Rückenmuskulatur, die Arbeit erledigen lassen. So. Schulterblätter hinten zusammen. Ich komme wieder mal zur Seite und hinten zusammendrücken. Letzte Runde, noch einmal Überzüge. So, wieder schön in die Seite reinbringen und jetzt Arme vor, Körper nach vorne ziehen. Ihr könnt auch leicht schwungvoll arbeiten. Wichtig ist, dass ihr bei der ganzen Geschichte euch auch wieder nur langsam zurückfallen lasst, also der Muskel wirklich unter Spannung bleibt. Denn wie ihr ja wisst, je länger die Muskulatur unter Spannung bleibt, umso höher die Intensität. Je höher die Intensität, natürlich auch umso höher der Effekt. Das ist nun mal so. Schließlich wollen wir ja auch trainieren und es nicht nur bewegen. So, wir sind durch. Das war's. Ich bin ganz schön aus Atem. Ich hoffe, euch hat das Workout gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn es der ein oder andere mal nachtrainiert und mich wissen lässt, wie ihr es fandet. Auch zum Thema TRX werden jetzt in der nächsten Zeit mehrere Videos folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst es mich wissen in Form eines Kommentars, eines netten oder sogar einen Daumen hoch. Ich bin mein Teil durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen
sonnigen Tag noch und freue mich, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Ich bin raus, euer Chris.